Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Speedman LP. Und heute habe ich wieder ein neues Tutorial für euch. Und zwar das Maschinengewehr. So, was brauchen wir hier erst gleich? Ich zeige euch einmal, wie man das jetzt baut. Und zwar, ihr braucht den Dispenser, die Redstone-Fackel, Redstone selber und ein Block eurer Wahl. Ich nehme jetzt mal grüne Wolle. So, die setzt ihr so hin auf die Vorder- und Rückseite. Des Blockes eurer Wahl kommt Redstone-Fackeln, darüber auch, dahinter so und da auch. Jetzt kann man das an einen Repeater anschließen und ja, Sekunde, Sekunde, brauchen wir ein paar Pfeile. Hier, der haut das auch ziemlich schnell weg. Und zwar, jetzt kann man das halt anschließen. Und wenn man den hier hinsetzt, hört man noch nicht wirklich klicken. Ab und zu. Deswegen setzt man hier noch eine Fackel neben und den dann dahin. Dann hört man es klicken. Ziemlich schnell. Und nicht wundern, ich habe ein bisschen Schnupfen. So, ich kann mal auch zeigen, wie schnell er schießt. So, hau ich hier mal einen Stack Pfeile rein und schalte das Teil mal an. Also das schießt ziemlich schnell. So, fertig. Jetzt können wir den da wieder wegnehmen. Haben wir unseren Stack zurück. Okay, das ist das rein theoretische Maschinengewehr. Das kann man halt noch verkleiden oder sonst was machen. Das ist ziemlich simpel. Okay, hier hatte ich Lust, ein paar Zombies an die Wand zu stellen. Und das machen auch wir auch gleich mal. Nur so als Demonstration. So. So. Dann baue ich hier mal den Motor ran. Da, da, oh. So, und dann stellen wir gleich ein paar Zombies an die Wand. Oh, falsch. So. So. Hier die Fackeln. Dann hier ein Stack. So. Und der Rest hier rein. Ich. So. Okay. So. Nacht. Und mal kurz auf Easy. Und dann stellen wir mal ein paar Zombies rein, so, das reicht. Na, kommt schon ein bisschen mehr. Ach, das wird so witzig, yeah. Stimmt. Das Ganze. Oh, leer. Scheiße, sie haben überlebt. Das Ganze kann man jetzt auch noch mit was Besserem befüllen. Und zwar mit dem. Mit dieser Feuerkugel. Das geht auch ganz gut. Das mache ich dann einfach mal. Weil damit kann man auch ganz schnell Monster zum Beispiel spawnen lassen. Das kann man aber auch anders machen. Und zwar, wenn man eine Glock baut. Und sprengen wir. Ich würde sagen, läuft. Okay. Hiermit kann man aber auch ganz schnell Monster spawnen lassen. Und zwar eine kleine Creeper-Invasion zum Beispiel. Oh. So. Nein. Cool, er hat ein Eisen gedroppt. So. Mein Eisen. Hallo. Ja. Putte macht.
Also wer mal Langeweile hat und was ausprobieren möchte, hier ist die Lösung. Und das war's auch wieder von mir mit einem kaputten Schlachtfeld. Ich bin Speedman LP und bis zum nächsten Mal. Und ja, nur noch eine kleine Hintergrundinfo. Heute werde ich anfangen, ein Let's Play aufzunehmen mit dem Barney, den ihr schon von Banana Media kennt oder kennen solltet. Wenn nicht, sucht das einfach mal. Ja, das war unser erster Kanal, den wir zusammen hatten. Und den haben wir abgebrochen, weil er einfach, ja, scheiße ist. Und deswegen, bis zum nächsten Mal. Das war's von mir. Ciao, haut rein, Leute.